So, und jetzt heißen wir natürlich wieder herzlich willkommen unseren Florian Silbereisen des Let's Playen. Genau, das fand ich eigentlich jetzt ganz gut und genau hiermit fangen wir an mit dem Let's Play. Nein, ja, von mir auch ein herzliches Hallihallo da draußen. Florian Silbereisen des Let's Play. Danke, ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment an. Obwohl ja, bitte, bitte. Innerlich echt weh tut. Das tut echt richtig weh. Oh, dann genieße ich das ja noch viel mehr. Das tut so weh. Glaube ich dir. Das tut gut, es geht runter wie Öl. Und mein lieber Anmoderator ist natürlich wie immer der Dennis. Ja, jetzt servus. Uns unterwegs da oben in dem komischen hässlichen Titan. Nix hässlich, Titan. Es wird Nacht und wir sind immer noch dabei, unseren tollen Stunt versuchen zu schaffen. Aber wir müssen doch sagen, wir haben es noch irgendwie geschafft. Ja, aber weißt du, was mir gerade kam? Da weißt du, was noch viel, viel cooler wäre? Jetzt kommt's. Die nächsten drei Folgen sind schon mal geschrieben, auf jeden Fall, was wir probieren werden. Okay, ja. Nur drei? Pass mal auf. Wir können auch vier draus machen. Ich fahre auf dem Titan. Ja, dann fahr mal hier los, ich komme hier schon angedüst. Oh ja, ich sehe es. Du kannst beim immer noch weiter labern, außer du bist nicht multitaskingfähig. Also doch, natürlich bin ich. Ja, würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Dammt! Jetzt bin ich so schön geflogen, Mann. Ey, ich auch, so schön auf die Schnauze. Ja, stimmt, das kannst du besser wegen dem Fliegen, ja. Ich hab nichts gesagt. Nein, ich kann das nicht besser. Also, ich meine. Jetzt stürze ich ab. Das ist echt schwer, einen Titan mit einem Strömungsabriss wieder zu fangen. Das ist echt irgendwie schwer. Ich glaube, du nimmst ein anderes Flugzeug, oder? Alter, ich kann das. Alter, du kannst das? Nicht. Ich habe das nicht mit angefügt. Hast du es nicht gehört? Nein, ich habe es nicht gehört. Nicht habe ich das nicht gehört. Da ist ein neuer Titan. Nicht dein Ernst. Doch. Wahnsinn. Aha, ich fahre wieder mit der schicken Karre hier rum, yo. Voll oldschool. Und ohne Putzilisten. Hey. Was ganz Neues. So, und ich versuche mal gerade was. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, bis du da bist. Natürlich klappt es nicht. Doch, es hat geklappt. Bist du? Es klappt nicht, habe ich gesagt. Doch. Einmal, wenn was nicht klappen soll, ne? Bin versteckt. Okay, das muss man jetzt auch erstmal anschaffen. Was denn? Ich bin gerade geschafft, im Auto auf dem Zaun zu landen am Flughafen da. Okay, und die Rampe springt, wirklich auf dem Zaun landen und draufbleiben. Das ist gut. Ja. Ich bin stolz auf dich, Dennis. Ja, ich auch. Hey, ich habe gerade 2000 bekommen. Wegen guter Führung oder was? Natürlich. So, wann kriegst du wegen guter Führung Geld? Es sind schon mal 2 Spieltage gerettet. Ihr wisst ja alle, ich bin missionsfaul. Bin ich nicht gut versteckt? Ach, herzlichen Glühstrumpf dafür. Gute Führung am Arsch! Du Blöder. Du bist nicht tot und das war meine Absicht. Ja, aber du willst mich natürlich wieder tot sehen, ne? Ich will nicht wieder drüber springen. Ah, lass mich in Ruhe! Nein, jetzt steig halt ein in das Flugzeug, Mann. Auto ist kaputt. Ja, und du brauchst doch kein Auto, um ins Flugzeug einzusteigen. Es geht mir ums Prinzip, dass das Auto kaputt gemacht wird. Wer zahlt denn das? Wenn du jetzt sehen würdest, was ich jetzt gerade mache. Wenn du jetzt mein Adder hoppst, ne, dann zeig ich dir gleich, dann schick ich dir ins Knie, du alte Sau. Zu spät. Vor allem, das Teil ist so flach und es geht einfach nicht, dass man da drauf fährt. Gib Gas, Junge, gib Gas. Ich geb Gas. Ich geb alles Gas, was ich hab. So Gas, dass der Tank gleich leer ist. Sagen die Geschwindigkeit durchhalten, oder? Ja, die ist gut. Und jetzt versuche ich mal da. Ja, Mann!
Weißt du, es gab, wenn man beim Titan hinten die Klappe ausfahren könnte. Und dann springe ich einfach rein, oder? Ja, das wäre voll geil, aber es geht dann leider nicht. Ja, da war Rockstar Games nicht mal wieder zu fein dafür. Ja, aber hauptsache bei der Antonov geht es, ne, die man einmal hat in der kompletten Kampagne, ne? Ja. Bei der geht es natürlich. Und vor allem im Online-Modus ist sie dann rausgenommen natürlich, ne? Ja, klar. Aber ist die auch im Offline-Modus? Also so, wenn du Karriere durch hast, ist die ja auch raus, ne? Die gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Die gibt's nicht. Nee, ist doch bescheuert. Also alles, was einmal eingeführt wurde, können sie ruhig drin lassen. Oder in irgendeinem Special oder was weiß ich was. Ja, keine Ahnung, so ein World Drop, keine Ahnung. Was auch immer. Keine Ahnung, irgendein Deathmatch, wo alles da ist. Gib mal Gas. Ja, mach ich. Ich guck schon auch ein bisschen auf dich. Ja. Stell dir vor, ich schau auf dich, Dennis. Alter, wenigstens einmal in deinem Leben. Du bedeutest mir was. Du Schwuchtel. Ja, und wo bleibst du? Jetzt war ich zu langsam. Bin ich so schön gesprungen. Ja. Wenn ich wieder schön unterwegs bin, dann bleibst du wieder hängen. Ja, einen Hänger habe ich halt da manchmal. Manchmal? Ja, relativ häufig, oder? Echt? Komm, das musst du jetzt aber selber zugeben, oder? Ja, gut. Da liegen sie natürlich richtig. Ja, selbstverständlich richtig. So, Jungschen. Ich glaube, ich gebe mal Gas. Ich sehe deinen roten Punkt. Oh, du bist zu schnell. Gib schon kein Gas mehr. Nee, Blech ab. Es wird zu weit weg und ich will zu langsam. Und jetzt kriegen alle mal einen Drehwurm. Scheiße, ich krieg selber einen Drehwurm. Where are you? Muss erstmal wenden, das Ding ist nicht so wendig. Kriegst du die Schüsse ab? So ein fetter Knollo, was für Schüsse? Ich schieße auf dich. Nee, merke nichts schon. So, Jungschen. Die vor. Ja, lass mich hier erst doch mal ein bisschen. Ja, ja. Hör mal, da muss ich rüber. Ach, klick! Ey, das komm, wie ich es gerade gesagt habe, oder? Ja. Echt, ey, das du musst, ist... Du musst nicht alles wie bare Münze nehmen, was ich sag. Du kannst mir ruhig mal einen fälschten Dollar geben, ist nicht so schlimm. Ein gefälschten Dollar? Warum brauchen wir jetzt eigentlich meine Triebwerke? Ich bin doch nirgendwo dagegen geflogen. Weil sie es können. Ja, weil sie es können, ey, ohne Scheiß. Du fliegst so lang im Kreis. Dieses Ding ist nicht für Kurzstreckenfliegen ausgerichtet. Ja, ja, ich fliege trotzdem eine Weile. So, Jungchen, los. Drück mal noch ein bisschen auf die Tube. Jojo, drück mal. Autsch. Kein Kommentar. Autsch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube eng. Ich lande mal hier. Warum landest du? Titan lande ich mal. Die Titan landest du, gut. Ding hat 4 Stück, ey, ist voll das Monster. Nicht so wie bei Total Recall, da gibt's bloß 3. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Kamera! Musst du nicht verstehen. Bett am Abend. Stopp. Ah, jetzt ist kein kleines Flugzeug da, ich glaube ich häng. Wie soll ich bitte auf einem kleinen Flugzeug landen? Dann landest du auf dem Learjet, meine Fresse. Wie soll ich bitte auf einem Learjet landen? Jetzt steht auch kein Learjet, ey, ich glaube ich häng. Was ist denn da los? Fahr mal vor mir. So, und jetzt gib Gas. Aber nicht zu schnell. Scheiße! Ich bin schneller! Oh, Dennis! Ich muss aber abheben, weil sonst geh ich da. Ja. Und mich hast du schnell runtergehauen vom Motorrad. Echt jetzt? Ja. Ah, ich fühl's so gut. Da staubt's da hinten immer noch.
Hä? Wo ist mein Moped? Es kommt kein anderes Flugzeug. Ich muss hier raus. Strömungsabriss. Fallerleischirm. Wo bist du? Folge der blauen Rauchschwarte. Hier. Ich hab nur auf deinen Fallschirm geschossen, nicht auf dich. Ach ja, stimmt, ich kann dich gerade anvisieren. Ach, so eine Scheiße, ey. Munitionsvergeudung. War so klar, dass das jetzt passiert. War so klar. Du kannst auch mal einen Hubschrauber nehmen. Ein Hubschrauber, ja? Ja, gute Idee. Ich mach den Hubschrauber nicht kaputt, Mann. Hubschrauber, ja? Hubschrauber-Einsatz, Hub. Wie war das bei Barlow? Jägers Pet. Hubschrauber. Hubschrauber, ja. Mit dem Ding wird's hässlich, ey. Vor allem, ich wollte gestern meiner Freundin mal Barlow der Jäger vorspielen, ne? Ja. Und das Ding lief 2 Sekunden und sie ist weggepennt. Echt? Ich dachte mir so, okay. Und dann wacht sie irgendwann auf so und fragt da, mich. Also du darfst... Ich darf los, ja. Und vor allem, dann wacht sie auf und fragt mich, du wolltest mir irgendein Video vorspielen? Ja, lol. Ich dachte mir so, geil. Ich ende eben Rotor. Nee, ich ende Maus. Ich glaube, wir lassen das jetzt. Gute Idee. Ja. Was machen wir denn? What do we do? What do we do? Your English is very well, ne? My English is very well. Die Welt Bracklers weiß auch gar nicht schnell. Genau, so. Durch wieder die Putzilisten am Arsch, ey, das gibt's doch gar nicht, ne? Ich finde das System eigentlich nur geil, ne? Ich klaue ein Auto und was machen die Polizisten? Einfach sofort draufballern mit ihren automatischen Gewehren da, ne? Ich meine, es ist total realitätstreu sowas, ne? Ja, natürlich. Ich mache es in Deutschland genauso. Wir wissen, wo die das auch so machen, ey. Bei uns bestimmt nicht. Problem an der ganzen Sache ist, ich komme wieder nicht mehr aus dem Flughafen raus. Ja, und ich komme nicht mehr in meinen Flughafen rein, weil ich gerade so dumm zum Springen bin, ne? Mit dem geplatzten Reifen, das ist blöd. Und mit weiterem Zugeballer jetzt, glaube ich, sogar 2 Reifenblatt. So, weggelistet. Ich korrigiere 3. Nein, ich korrigiere alle. Das fährt sich richtig bescheiden. Und ich hoffe gerade auf einen Transporthubschrauber. Ich würde gerne mein Moped mitnehmen. Aber da ist natürlich mal wieder keiner. Und Cargo Bep. Ich schaff das! Ich hab's geschafft! Ja, ich glaube, ich geh gleich drauf. Ich hol dich ab. Nee, ich schaff das. Ich bin ein großer Junge. Oh, da steht ein Bastard. Weh, du zerschießt mir den jetzt, Alter, dann bring ich dich um. Ja, viel Spaß damit. Ja, danke. Werden wir mal an den Stand los. Gleich macht hinter mir. So, ich fliege jetzt weg. Ganz weit weg. Ich sehe dich gar nicht mal mehr. Ich fliege jetzt zum Maze Bank Building. Zum Matze Bank Building. Du weißt schon, dass ich so einen Orientierungssinn habe wie ein Aaskäfer? Einfach zum höchsten Haus, das du in der Stadt findest. Das höchste Haus? Oh, das ist schwer. Hochhaus, Wolkenkratzer. Ah, sag das doch gleich. Das mit dem dicken M oben. Oder naja, so ein richtiges M ist das auch nicht. Hör auf mich zu abschießen. Zu abschießen. Sind alles ungelenkte Raketen. Ist mir egal. Whee. Von Rammen hast du ja zum Glück nichts gesagt, ne? Ich bin schon nicht mehr im Hubschrauber. Wegen abschießen? Ach halt. Ja, es wird drüber geschossen. GZ.
LOL. Wo bist denn du jetzt? LOL. Ah, warte, warte, warte. Schau mal, wo ich bin. Ja, ich bin gerade noch gesehen. Hä? Hä? Wo zur Hölle bist du? Ohne Scheiß, wo bist du? Siehst du Schüsse fliegen? Ich höre es, aber ich sehe sie nicht. Weiter nach unten. Du lebst. Oder nach oben. Nach oben musst du. Ja, nach oben oder unten? Ja, musst du genau sein, ne? Gibt nur die zwei Möglichkeiten. Weiter hoch. Höher, höher, höher. Da bin ich. Hä, wo? Hä? Ah, I see you. Das war knapp. That was close. Tot. Aber das ist wegen mir, oder? Nein, das ist halt das, wenn man ungebremst in den Boden einschlägt. Hältst du das nicht aus? Ey, Mann, Alter, ey. Nee, ohne Mist, halte ich nicht aus. Nimm mich mal nochmal mit hoch. Yeah. Ich will ein bisschen Fallschirm springen. Dafür nur keine mehr hast. Es geht steil bergauf. Stirb, Tower, stirb. Ey, ich bräuchte jetzt echt mal ein Motorrad. Warte mal, flieg mal rüber zu dem länglichen, flachen Gebäude. Zu dem da? Nee, hinter uns. Rechts? Geradeaus jetzt. Da unten, das da unten. Ah, Da muss ich mir mal kurz das Dach angucken. Nee. Das ist so eine Rampe. Das ist so ein Absatz. Ja, aber da würdest du doch rein theoretisch drüber kommen, oder? Würde ich auch. Flieg mal zum Flughafen, ob da ein Cargo-Bubble ist. Alter. Sonderwünsche, unglaublich. IAA ist da auch die internationale Autoausstellung. IAA oder was? Hm? IAA. Das heißt doch internationale Automobilausstellung. Oh, mir doch egal. Wenn du schon nerdig rüberkommen willst, dann bitte gescheit. Und das hat nichts mit Nerd zu tun, das ist cool. War schon mal da. Ich nicht. Das war schon Jahre her, aber ich weiß gar nicht, ich glaube es war 2008. Gleich so früh? Selbstverständlich. 2008. 2008 war es. Lieber ein bisschen links und ein bisschen hoch. Dann spawnt da einer, pass auf. Natürlich nicht. Also ich sehe keinen. Ich auch nicht. Und ein anderer? Reck. Wie doch. Mal so schwer sein muss hier. Ich bin schade, dass man die Flugzeuge da nicht fliegen kann. Ja, das stimmt. Hauptsache die ganz großen Dinger kann man fliegen und die ganz kleinen, ne? Aber die mittelgroßen, die kannst du da nicht fliegen, weißt du? Was denkt Rox da sich dabei? Einfach. Ich glaub, du musst den Annihilator auch mal zerstören. Ey, so. Deine Sonderwünsche gehen mir langsam echt auf den Keks, du, ne? Leicht daneben gezielt, aber erfüllt seinen Zweck. Musst du schon wieder alles kaputt machen, Mann. Ja. Also ich finde gerade ein Bussard in der Innenperspektive finde ich den Bombe. Ich bin wirklich kein Hubschrauber, der sich besser fliegen wie der in der Innenperspektive. Dann schau mal jetzt, ob da was ist. Weil ich krieg gerade leicht Muffen. Warum? Weil ich Hubschraubern will. Hubschrauber.
Schöner Tiefflug ist doch geil. Er ist ein Duschstrumpf dafür. Danke. Da steht nämlich mein Moped. Jetzt sollte ich hier doch mal wegfahren. Keine Sorge, wenn sobald der Ding da steht, der Militärhubschrauber, den gönne ich dir. Gut. Falls der jemals kommt. Aua, aua. Konnte mal wieder nicht bremsen. Ja, Hauptsache jetzt kommen die Polizisten da, ne, daher. Jetzt raucht mein Moped auch noch. Wurde immer besser. Stopp, 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 stopp. Steht er da? Ja. Gut. Wunderbärchen. Wenn ich die Polizei stört, sag Bescheid. Nö, nö. Ich hab meinen Moped schon mal. Du musst mir dann nur den Gefallen tun, den Cargo Bob wieder da drunter fliegen von dem Teil, weil ich brauch den Anlauf. Der Hubschrauber wird eskortiert von der Hubschrauber. Wo ein Moped dran hängt. Das ist so ultra real. Aber bevor wir da jetzt hinfliegen, würde ich sagen, beende ich jetzt mal die Folge und das machen wir in der nächsten. Besser also, kommt zum Schluss, ne? Genau. Also Leute, bis denne und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Jo, servus Leute.